Zum Glück gibt es in Berlin trotz Bauboom immer noch freie Ecken. Ecken, an denen man gärtnern kann und auch mitten in der Stadt Natur genießen kann. Der Parochialfriedhof in Berlin im Prenzlauer Berg ist so ein Ort. Und der Ökoverein Grüne Liga, der hat uns mal gezeigt, was da so alles geht. Der Parochialfriedhof im Prenzlauer Berg. Ines Fischer von der Grünen Liga schließt den sonst verschlossenen Seiteneingang auf. Es ist Montagnachmittag. Der Tag, an dem sich die Stille zwischen Gräbern und Blumen gleich auflösen wird. Montag ist Gärtnertag. Da kommt Alt und Jung und das regelmäßig, um diese Ecke des Friedhofs in einen Garten umzuwandeln. Seit den 70er Jahren sind hier keine Gräber mehr neu entstanden. Und die Friedhofsverwaltung hat neue Nutzer gesucht oder neue Pächter, die die Fläche irgendwie anderweitig nutzen können. Aber natürlich mit den Auflagen, sich um die vorhandenen Strukturen zu kümmern. Wir haben ganz viel Gießkannen dabei. Ich glaube, die Hälfte der Zeit, die wir heute hier verbringen, müssen wir gießen. Das heißt, alles bleibt, wie es ist, nur ein bisschen schöner. Ein kleines Schild mehr braucht es nicht, Interessierte hereinzulocken. Jeder darf mitmachen. Seit 2013 ist die Grüne Liga für 2000 Quadratmeter Friedhof verantwortlich und bietet nicht nur Anwohnern die Möglichkeit, hier zu gärtnern. Wer will, bekommt sogar ein eigenes Hochbeet. Ich habe Glück gehabt, ich habe eins bekommen, weil die Vorgängerin dieses Jahr nicht mehr kommt. Und ja, wie ihr seht da, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so einen grünen Daumen habe, aber sieht doch wirklich nach grünem Daumen aus. Ne? Sehr schön, erstens mal, dass ich hier Gleichgesinnte treffe. Und anfangs, in den ersten 2 Jahren, hat es mich auch genervt, dass Leute drunter waren, die so absolut keine Ahnung hatten. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Und an sich ist das ja auch, also ich habe dann weitergegeben, was ich an Erfahrungen und Kenntnissen habe. Hier dürfen schon die Kleinsten buddeln, sich schlau machen und können tatsächlich irgendwann einen Kürbis von einer Zucchini oder Aubergine unterscheiden. Papa, guck mal den unseren Kürbis an. Der ist so dick. Aber das dauert nicht mal so lange, bis die rauskommen. Ja, doch, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Die Angst vor Schnecken zu verlieren, sich für das, was wächst, zu interessieren, sieht gar nicht so aus, als wären das Stadtkinder vom Prenzlauer Berg. Es ist schön, ihm hier in Berlin ein bisschen Garten zu bieten und dann die Sachen auch zu ernten. Das haben wir jetzt gerade heute das erste Mal gemacht. Und dann vielleicht nachher eben was zuzubereiten damit, das ist, glaube ich, ganz schön. Und ihm macht es Spaß. Wir haben ja echt einmal im Jahr so richtige große Arbeitseinsätze mit 20 Leuten und reißen die ganze Zeit nur Ahorner raus. Das ist ein bisschen stupider. Von ungefähr 700 Hektar Friedhofsfläche in Berlin sind rund 300 ungenutzt. Selbstverständlich ist es trotzdem nicht, dass dieser Teil des Parochialfriedhofs der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Eine mögliche Bebauung aber mag der Grund dafür sein, dass der Pachtvertrag immer nur für 5 Jahre verlängert wird. Die Gärtner nehmen es sportlich, wie die spezielle Situation überhaupt. Ist auch oft Thema, was passiert jetzt, wenn wir hier in die Erde gehen, wühlen wir da Knochen auf. Also deswegen gärtnern wir hier vor allem in Hochbeeten. Ja, es ist so ein bisschen ethische Bedenken, die man da haben kann. Und manchmal kommt ja tatsächlich auch so ein Knochen zutage, den der Fuchs dann, wenn er zu tief gräbt, nochmal hochschaufelt. Wirklich Angst hat davon niemand. Mit Hingabe werden hier gärtnerische Akzente gesetzt. Als Nasch- und Ziergarten wächst Altes und Neues langsam ineinander. Niemand aber vergisst, dass das hier ein Friedhof ist. So still wie die Stimmung, so verwunschen, verträumt und sehnsüchtig ist dieser Ort.